Eine Frau, die ihr Leben dem Kampf gegen den Faschismus in allen Spielarten gewidmet hat, die schon als Jugendliche aufgestanden ist gegen den Faschismus und die diesen Kampf bis in das hohe Alter von 90 Jahren fortsetzt, ist heute bei und mit uns. Begrüßt mit mir Erika Baum. Wenn jemand das Recht hat, die Stimme an diesem Tag zu erheben, ist es Erika. Und wir freuen uns, dass du heute zu uns gekommen bist und zu uns sprechen wirst. Erika, das Mikrofon ist deins. Dankeschön. Und jetzt werde ich es gleich kaputt machen. Genossen, ich, liebe Frau, ach so, so, hier rein. Hier ist ein Punkt, der hat den weißen Punkt dahin gemacht. Liebe Freunde, Genossen und, wie sagt man, Weggenossen. Wir haben miteinander vieles erlebt. Wir haben miteinander doch eine ganz schöne lange Zeit hinter uns gebracht und wir standen und gingen und kämpften auf der richtigen Seite. Das ist etwas in diesem Lande. Wir haben den Tag der Befreiung in vielerlei Aktionen erlebt. Es war, ich bin so alt und bin dabei gewesen. Es war ein Tag der ungeheuren Freude, Befreiung im allseitigen Sinn des Wortes, Anfang eines großen, wunderbaren, neuen Lebens. Und es war ein Tag der Trauer, weil wir an die Opfer gedacht haben, die gebracht werden mussten, damit dieser Sieg über den Faschismus und den Krieg gewonnen werden konnte. Und in dieser Verantwortung, Genossen, in dieser Verantwortung, Freunde, diesen Opfern gegenüber, diesen Genossen gegenüber, die heute hier nicht mehr stehen können. In dieser Verantwortung befinden wir uns. Denn, und nun kommt ja etwas sehr Ernstes, wir leben heute in einer Zeit, wo die Losung nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, gar nicht mehr zeitgerecht ist. Heute leben wir unter Bedingungen, wo auf der ganzen Welt Krieg geführt wird, Kriegsvorbereitung stattfindet, Kriegshetze in der ganzen Welt ist. Aber wir setzen mit unserer Aktivität gegen den Krieg, den Kampf derer fort, die den Sieg über den Faschismus und über den Krieg gewonnen haben. Wir setzen sie fort, ihren Kampf. Wir nehmen sie mit auf unsere Demonstrationen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht vergessen, dass wir nicht zulassen, dass vergessen wird der Zusammenhang mit Faschismus und Krieg. Der Zusammenhang, nicht nur
eine Summe. Der Zusammenhang, das gehört zusammen. Faschismus und Krieg. Und es fing damit an, dass wir die Losung ausgaben, wer Hitler wählt, wählt den Krieg. Vorher. Und es haben uns viele nicht geglaubt. Und sie mussten es dann nachher erleiden. Das, was wir vorher gesagt hatten. Aber nicht nur wir haben diese Losung ausgegeben. Und das muss ich euch sagen, weil das, Mensch, der ist ja. Ja, das muss ich euch sagen. Es gibt auch noch andere, die diesen Zusammenhang dargestellt haben. Und ihr werdet euch wundern, es ist der Herr Krupp, der im Zusammenhang mit den Nürnberger Prozessen erklärt hat, es gibt keine Ideale, das Leben ist ein Kampf für die Macht. Und dann sagt er, in diesem harten Kampf brauchten wir harte und starke Führung. Hitler gab uns beides. Nach Jahren seiner Führung fühlten wir uns alle viel besser. Herr Krupp sagt es deutlich. Und Brecht hat es dann so ausgedrückt, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Das heißt, wir müssen die Frage stellen, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir die Wurzeln für Faschismus und Krieg erkennen müssen. Und das ist die Monopolbourgeoisie. Ihr Interesse, der militärisch-industrielle Komplex, sie brauchen Faschismus, sie brauchen Krieg. Aber in einem Staat der Monopole, der Banken, der Konzerne will man so etwas nicht hören. Dann redet man von Faschismus als von der dunklen Zeit Deutschlands. Man will nicht wissen, was das Wesen des Faschismus und des Krieges ist. Aber man sagt auch, in Europa wird Deutsch gesprochen, denn wir sind so gut aus der Krise herausgekommen, gestärkt aus der Krise gekommen. Es wurde schon einmal Deutsch gesprochen in Europa. Welche Worte im Deutschen wurden in andere Sprachen aufgenommen? Sie marschieren heute nicht mehr mit der SS in anderen Staaten ein. Nein, sie kommen mit der Troika. Und die griechischen Genossen wissen genau, und die Werktätigen, was Deutsch sprechen in Europa hieß und heute heißt. Was man auch nicht vergessen darf, Freunde, heißt, dass es im Faschismus, unter den Bedingungen des Faschismus und der Faschisierung, die Möglichkeit und Notwendigkeit des Widerstandes gibt und geben muss. Wir sind hier auf dem Hackeschen Markt, ein paar Ecken weiter gibt es die Rosenstraße. Da haben am 27. Februar 1943, als die letzten Juden bei der Fabrikaktion gefangen genommen wurden, die arischen Partner, sich vor diesem Haus versammelt und gefordert, die Freilassung ihrer Partner. Man wollte sie wegjagen. Sie sind in Nebenstraße gegangen und wiedergekommen.
Und es sind diese 2000, die da verhaftet wurden, nach und nach freigelassen wurden. Das Wichtige daran ist, dass der Widerstand zur Kenntnis genommen wird, dass die Möglichkeit begriffen wird, nicht, dass er verschwiegen wird, nicht, dass er verleumdet wird, wie zum Beispiel der Widerstand in Buchenwald, in Auschwitz, in Mauthausen. Es werden nur die Opfer benannt und es werden nicht diejenigen genannt, die gekämpft haben unter diesen Bedingungen gegen den Hitlerfaschismus. Ich bin gleich fertig. Und jetzt, ich finde, das ist immer... An einem solchen Tag der Erinnerung des Sieges und der Empfindungen, die wir damals hatten und der Ziele, die wir damals hatten und der Schritte, die wir gingen. Ich habe bei Schulreform mitgemacht. Wir haben die Klassenschule ab. Ach gut, also das, diese Größe der Zeit, diese... Dieses Wunderbare der Zeit, wenn man daran denkt, aber wir haben es erlebt, das ist gut, das gibt uns Kraft, dann ist es schwer manchmal, die heutige Zeit sehr vernünftig, nicht mit allzu viel Emotion, aber ein bisschen schon, zu ertragen. Die USA und die NATO führen seit den 90er Jahren, ist ja klar, einen Krieg nach dem anderen. Soll ich sie aufzählen? Irak, Jugoslawien, Libyen, Syrien, der Kampf gegen die Palästinenser. Sie führen den Kampf um die Neuaufteilung der Welt. Sie führen den Kampf einseitig um die Neuaufteilung der Welt. Sie führen den Kampf mit unterschiedlichen Methoden, mit der Form von Stellvertreterkriegen von allen möglichen Seiten. Aber sie führen den Kampf um die Neuaufteilung der Welt. Und Deutschland ist dabei. Helmut Kohl hat, und ich bitte euch auf das Datum zu achten, 1991 gesagt, Deutschland hat mit seiner Geschichte abgeschlossen. Es kann sich künftig zu seiner Weltmachtrolle bekennen, und sollte diese ausbauen. 91, Weltmachtrolle Deutschlands und ausbauen. Und das wird heute fortgesetzt. Fortgesetzt mit den verschiedensten Aktionen und Schritten. Mit der Politik dieser Regierung in Deutschland wird die Politik nach Weltmachtbestrebungen zum Teil in Übereinstimmung und zum Teil im Widerspruch zum USA-Imperialismus umgesetzt. Wieder wird im Zusammenhang von ökonomischen Interessen der Mächtigen paktiert, unterstützt und bewaffnet faschistische Bewegungen. Wieder wird im Interesse der Monopole werden faschistische Bewegungen unterstützt und sie liefern ihnen sogar die Waffen. Ich meine die Ukraine. Ich meine, dass sie dort zeigen, was ein Krieg heute bedeutet, dass ein Krieg heute
dass dort ein Lehrbeispiel vorgeführt wird. Und wir wollen nicht glauben, dass die Ukraine weit, weit weg ist. Die Leute auf der Straße wissen, dass der Krieg näher kommt, dass das nicht nur fremdes Leid ist, was da in der Ukraine geschieht. Und ich bin in Übereinstimmung mit den Antifaschisten in der Ukraine, die von unserer Regierung fordern, dass Verhandlungen umgesetzt werden zur Herstellung des Friedens. Die aus Donetsk kommen Briefe zu Frau Merkel, Briefe, die von ihr fordern, dass sie der Verpflichtung, die sich aus der Minsker Beratung ergibt, gerecht wird. Wir müssen dies auch von Frau Merkel fordern. Ich bin schon fertig. Aber Kinderchen, ich bin, habe ja gar nicht mehr drauf. Wichtig ist, dass alle diese Kriege, alle, unter dem Vorwand, die Freiheit zu bringen, Demokratie zu bringen, Menschenrechte umzusetzen, geführt wurden. Alle diese Kriege wurden unter dieser scheinbar so menschlichen Losung geführt. Und sie haben gebracht den Menschen Zerstörung, Not, Tote, Kämpfe und Flüchtlingsströme. Das haben sie erreicht mit den von ihnen initiierten Kriegen. Und sie wollen uns, die Menschen, an den Zynismus gewöhnen. An den Zynismus, der sich darin besteht, tränenden Auges dazustehen, wenn die Menschen im Mittelmeer ertrinken, aber Gesetze zu schaffen, die es erschweren, sie zu retten. Das ist Zynismus. Das ist die Linie, die wir haben. Wenn ihr euch im Bundestag war das zu hören und zu sehen in einer richtigen Inszenierung. Im Gedenken an den 8. Mai wurde der Hauptstoß gegen Russland geführt. Gleichzeitig, sie haben gesagt, sie gedenken des 8. Mai und führten mit Reden, mit Gesichtern den Hauptstoß gegen Russland. Und im Fernsehen wird verleumderisch gezeigt, so mit diesem Ton der Ablehnung gezeigt, wie großartig die Bevölkerung in Moskau demonstriert hat, wie sie mitgenommen haben, ihre Genossen, die im Kampf gegen den Faschismus gefallen sind. Ihr habt es gesehen mit den Bildern, wie sie gehen. Das heißt also, sie haben diesen Hauptstoß geführt gegen ein Land, gegen einen Staat, das sich nicht unterwirft, das nicht bereit ist, seine Souveränität aufzugeben und das bereit ist, dagegen, gegen die Angriffe anzukämpfen. Und sie haben den Stoß geführt gegen eine Bevölkerung, in der die Mehrheit der Bevölkerung beteiligt war am Kampf gegen den Faschismus, in der die Mehrheit der Bevölkerung Opfer gebracht hat im Kampf gegen den Faschismus. Und sie
führen den Kampf, weil es dort so viele, viele gibt, die mit uns gemeinsam bereit sind, gegen Faschismus, gegen Krieg zu kämpfen. Wir, die wir hier zusammen sind, haben eine große Gemeinsamkeit. Die besteht darin, dass wir die Kriegsgefahr, die existiert, zeigen wollen. Wir sind gegen Kriegsvorbereitung, Militarisierung und Kriegsbeteiligung. Wir alle. Wir sind die Stimme der Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Bis jetzt nur die Stimme. Wir müssen sie aber gewinnen, ihre eigenen Interessen zu vertreten. Wenn die Demonstration durch die Dorotheenstraße geht, denkt bitte daran, dass sie zu DDR-Zeiten Clara-Zetkin-Straße hieß. Clara Zetkin, die ihren ganzen Leben den Kampf gegen den Krieg geführt hat. Clara Zetkin, die 1932, und dann habt ihr den Bundestag, den ehemaligen Reichstag vor euch, die 1932 als Alterspräsidentin den Reichstag eröffnete. Sie ist bedroht worden, dass sie da überhaupt hingeht. Sie, unter dem Gejohle der Nazis, die im Saal saßen, hat sie folgenden Aufruf dort vor diesem Reichstag benannt. Das war, sie sagte, wir müssen zusammengehen gegen die Gefahr von Krieg und Faschismus, trotz gesellschaftlicher, religiöser, weltanschaulicher Unterschiede zusammengehen gegen diesen Hauptfeind. Und ja, Clara Zetkin. Und der Brecht, den kann man auch sehen, wenn man auf der Brücke steht und so ein bisschen nach rechts guckt, dann kann man bei der Demonstration, dann kann man ihn sehen. Und Brecht nannte das so. Und die Herren, wer sie auch seien, können auch Damen dabei sein. Und die Herren, wer sie auch seien, sehen unsere Zwietracht gern. Denn solange sie uns entzweien, bleiben sie noch unsere Herren. Deshalb gemeinsam Widerstand leisten. Und nun wollen wir mal sehen, ob wir das hinkriegen. Widerstand! 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 Gegen Krieg! Widerstand! Gegen Kriegshetze! Widerstand! So. Vielen Dank, Erika Baum, für deine bewegende und kämpferische Rede.